Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, es geht heute nochmal um das Goethe-Zertifikat, Goethe-ÖSD-Zertifikat wird es auch genannt, für das Niveau B1. Wir schauen nur auf den Aufgabenteil 1 für das Modul Sprechen. Sprechen hat insgesamt drei Aufgabenteile, da kommen auch noch andere Videos für die anderen Teile. Also heute aber nur Aufgabe 1. Diese erste Aufgabe, die hat diese Zeit von ungefähr 3 Minuten für zwei Teilnehmer. Also es gibt euren Prüfungspartner, die Prüfungspartnerin. Und ihr sollt zusammen, zu zweit, etwas, also zusammen, das heißt auch gemeinsam, ist das Gleiche, gemeinsam etwas planen. Ich blende gleich mal die Aufgabe ein, wir gehen die kurz durch, worauf man dann so ein bisschen achten sollte, wenn man die schon mal liest. Und es ist aber nicht so schwer. Und dann schauen wir uns noch ein Beispiel an und dann klappt das. Gut, schauen wir uns die Aufgabe mal an. Hier steht es schon, Sprechen Teil 1. Gemeinsam etwas planen. Ein gemeinsamer Bekannter hat nächste Woche Geburtstag. Er lebt in einer anderen Stadt. Sie möchten ihn mit ihrem Besuch überraschen. Überlegen Sie sich auch ein passendes Geschenk. Gehen wir das einmal nochmal durch, was hier wichtig ist. Ein gemeinsamer Bekannter. Was ist da gemeinsam? Ihr seid ja, ich nenne mal Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2. Ja, ihr seid ja zwei, die die Prüfung machen. Und ihr kennt also beide diesen Bekannten. Man hört auch direkt, dass das ein männlicher Bekannter ist, weil sonst würde es heißen, eine gemeinsame Bekannte. Ja, aber hier ist ganz klar, dass es ein männlicher Bekannter ist von euch beiden, die ihr die Prüfung jetzt gerade macht. So, der hat nächste Woche Geburtstag. Hier wird es ja auch nochmal deutlich, er, ne, der gemeinsame Bekannte, lebt in einer anderen Stadt. Was soll das heißen? Er lebt nicht in der gleichen Stadt wie ihr. Und ich habe jetzt eben sogleich mal hier Dortmund genommen. Das denkt ihr euch einfach aus, ne? Das ist Fantasie. Sie möchten ihn, ja, ihr werdet natürlich hier mit sie angesprochen in dieser Aufgabenstellung. Das ist ja immer so. Sie möchten ihn, also den gemeinsamen Bekannten, mit ihrem Besuch überraschen. Ja, das ist auch wichtig. Nicht nur, sie möchten ihn besuchen, weil man vielleicht eingeladen war, sondern es ist ein Überraschungsbesuch. Er weiß davon nichts. Überlegen Sie sich auch ein passendes Geschenk. Okay, das scheint also wichtig zu sein. Es kommt auch gleich nochmal. Jetzt geht das dann weiter. Sprechen Sie über die Punkte unten, nämlich diese. Machen Sie Vorschläge, das ist ganz wichtig bei diesem Aufgabenteil. Ja, man spricht von seinen Ideen und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners, Ihrer Gesprächspartnerin. Ja, also Vorschläge selbst machen und auf die Vorschläge reagieren. Das geht halt immer so ein bisschen hin und her. Der eine sagt dies, der andere sagt, ja, gut, wunderbar, machen wir so. Also in dieser Art. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Ja, das ist nämlich dieses Planen, dass man eben Vorschläge hat zu diesen Themen. Und wichtig ist aber auch bei dieser Aufgabe, entscheiden Sie gemeinsam bedeutet auch, dass man zu einer Lösung kommt. Ja, es ist also wirklich auch wichtig, ja, positiv auf die Vorschläge des anderen einzugehen. Ja, und nicht immer zu sagen, nein, das finde ich doof oder das will ich so nicht. Dann kommt man ja nicht zum Ziel. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich schreibe mal hier hin, wirklich auch eine Lösung zu finden für diese einzelnen Punkte. So einvernehmlich, dass man nachher denkt, okay, wir haben das wirklich gut geplant. Ja? Dann gibt es hier diese Punkte, an die man sich super halten kann und auch sollte. Überraschungsbesuch, hier steht es ja nochmal,
stand er hier mit ihrem Besuch überraschen, also es ist ein Überraschungsbesuch, und Geschenk planen. So, wann besuchen, Tag, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, das sind die Tage, oder am Wochenende, Tageszeit, das kann sein Vormittag, entweder oder auch eine Uhrzeit oder eben Nachmittag oder am Abend, das sind die Tageszeiten. Es steht hier noch, wie hinkommen. Ja, was könnte das sein? Mit dem Zug vielleicht, mit dem Auto. Der wohnt ja in einer anderen Stadt. Und das sind dann eben die Überlegungen, Bus, ne? Womit man eben irgendwo hinfahren kann. Welches Geschenk ist natürlich hier auch. Da kommt man vielleicht dann ein bisschen so rein oder der eine hat dazu eine gute Idee. Kommen wir natürlich gleich im Beispiel auch zu. Was müssen Sie noch vorbereiten? Fahrkarten besorgen, wenn man jetzt gesagt hat, wir fahren mit dem Zug oder mit dem Bus, dann braucht man gegebenenfalls Fahrkarten, die man noch nicht hat. Kann man darüber sprechen? Hier Adresse ist eine Idee. Das ist ja nur eine Idee, worüber man sprechen könnte. Und auch hier diese Pünktchen heißt, dass man sich da, wenn man jetzt diese 3 Minuten noch nicht zu Ende gesprochen hat, also man muss noch mehr sagen, dann kann man sich hier irgendwie immer noch, man ist ja so im Gespräch drin und dann fällt einem sicherlich auch noch was ein. Gut, wir kommen dann hier jetzt erstmal zum Beispiel. Hallo Dina, du weißt ja, dass Ben nächste Woche Geburtstag hat. Ich würde ihn gern mit einem Besuch überraschen. Kommst du mit? Ja, gute Idee. Ich komme gern mit. Er hat ja am Freitag Geburtstag. Sollen wir am Nachmittag losfahren? Direkt nach der Schule? Okay, so gegen 16 Uhr vielleicht. Okay. Wie kommen wir am besten nach Dortmund? Er wohnt doch jetzt dort, oder? Ja, er wohnt in Dortmund. Wir könnten mit dem Zug fahren. So weit ist das nicht. Und ich finde es eigentlich sehr gemütlich. Ich mag das. Ich würde lieber mit dem Auto fahren, ehrlich gesagt. Was ist, wenn er gar nicht zu Hause ist? Dann sind wir mit dem Auto flexibler. Außerdem haben wir ja die Deko dabei. Wie sollen wir das alles im Zug transportieren? Naja, vielleicht hast du recht. Was schenken wir ihm? Ich habe leider gar keine Idee. Macht er immer noch so viel Sport? Ja, er ist immer noch sehr sportlich. Ein T-Shirt wäre gut, oder? Oh ja, jetzt habe ich doch eine Idee. Er mag doch so gerne Zitronen. Wir lassen ganz viele Zitronen auf ein T-Shirt drucken. Das sieht bestimmt witzig aus. Richtig gut, die Idee. Und ich habe ein tolles Buch entdeckt. Es geht um moderne Sportarten. Ganz ausgefallene Sachen stehen da drin. Das passt doch auch gut zu ihm. Okay, dann hätten wir das schwierigste Thema ja besprochen. Kennst du eigentlich seine genaue Adresse? Ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Und jetzt? Clara müsste die Adresse haben. Sie hat ihn schon besucht. Ich sehe sie heute sowieso und kann sie fragen. Gut, Dina, dann sehen wir uns am Freitagnachmittag. Ich hol dich ab, okay? Prima, bis dann.